Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind wieder in Empire at War mit dem Fall of the Republic Mod. Wir spielen die Hutten. Wir sind hier jetzt über Umbara. Und wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, wird euch das bekannt vorkommen. Denn da haben wir versucht, diese Schlacht hier zu schlagen, die nicht schwierig sein sollte. 100 Punkte oder so an Gegnern gegen meine fast 400er Flotte. Das Spiel ist aber immer abgestürzt, als ich meine Einheiten reingeholt habe. Und dann musste ich es auto-resolven und wir haben einen Dobulla verloren. Und jetzt dachte ich mir heute, okay, der PC, ich habe den komplett ausgemacht, nochmal angemacht. Ich nehme jetzt hier einfach mal die nächste Folge auf und gehe ins Autosave rein. Wir probieren die gleiche Schlacht nochmal. Hab meinen Dobullas hier hinten rausgeholt und bis jetzt ist das Spiel nicht abgestürzt. Ich dachte erst, vielleicht schaffe ich es ja, einen Dobulla reinzuholen und dann Auto zu resolven. Vielleicht geht es dann besser. Aber vielleicht, ich lasse es jetzt mal bei den beiden Dorbullas, ich mache nichts anderes, aber ein Dorbulla und so ein Voracious Carrier hätten wir verloren. Das in diesem Stadium des Spiels zu verlieren, wäre extrem schlimm gewesen. Und wenn ich irgendwie Schlachten fahre oder so, dann gehe ich nicht nochmal Saves zurück. Das ist dann halt das, was passiert und das ist im Let's Play auch zu sehen. Aber wenn ich wegen Abstürzen ein Auto-Resolve machen muss und das dann absolut grauenhaft ist, das kann ich nicht akzeptieren. Deswegen, wenn es in irgendeiner Art und Weise klappt und wir jetzt das Spiel hier nicht zum Abstürzen bringen, nehme ich das gerne mit, damit es ein bisschen besser läuft. Die Frage ist, kann ich andere Einheiten reinholen? Vielleicht war es, weil mein Computer irgendwie schlecht lief oder weil ich die Einheiten hier vorne reingeholt habe. Wir bräuchten jetzt ein bisschen Jägerverteidigung. Ich habe nur Angst, hier Einheiten reinzuholen. Ich probiere es jetzt trotzdem. Wenigstens so ein bisschen Jägerverteidigung. Nicht großartig viel, aber dass wir so ein bisschen hier die Raketen und Bomben der Bombe abwehren können. Das darf nicht wahr sein. Okay, wir sind nochmal in der Schlacht drin. Ich vermute, es liegt daran, weil Einheiten irgendwo hier sind. Das bedeutet jetzt, ich hole Dorbulla, Dorbulla, Vontor. 1, 2, 3, damit haben wir 200 Punkte. Okay, es liegt vielleicht doch daran, dass die Dorbullas zu nah sind oder so. Ich verstehe es nicht ganz. Wir warten jetzt mal mit dem ganzen Reinholen hier bis... Sehr schön. Holen wir den Dorbulla hier hin. Den Dorbulla hier hin. Den hier hin. Wenn jetzt alle da sind, auto-resolven wir. Den Vontor haben wir verloren, aber die Galaktische Republik flieht und wir haben sonst nichts verloren. Okay, das ist nicht gut. Es ist nicht perfekt, aber wir haben die Kontrolle über den Luftraum bei Umbara. Warum? Warum? Aber es ist trotzdem einfacher zu ersetzen als der Dorbulla, von daher nehme ich das. Ich dachte, wir hätten nur diesen einen Vontor verloren. Und nicht noch jede Menge andere Sachen, die wir in der Hinterhand hätten. Zum Glück haben wir hier das... Dachte ich eigentlich in meine Zeitflotte, aber pff, gut, nehmen wir das und ersetzen das. Ja, ist klar. Wo Kate Neumoidia? Wo ist Kate Neumoidia? Ach, hier oben. Na, ah, das ist mies. Einerseits mies, andererseits vollkommen machbar. Du darfst mal hier hinkommen. Und das sieht soweit ganz gut aus. Die haben keine Flugeinheit. Eine Artillerie, die... das ist nicht so gut. Mit der Flugeinheit aber zu besiegen... schauen wir mal. Beginnen wir hier. Nehmen alle Einheiten hier mit hin. Die können nicht bombardieren und wir haben genügend Geld, um... Hier können sie auch nicht rum, ne? Wir haben genügend Geld, um Türme überall aufzubauen. Von daher sollte das einigermaßen klappen, hoffentlich. Ihr dürft hier lang. Dass die keine Flugeinheiten haben, bedeutet für mich, dass ich hauptsächlich Anti-Fahrzeug-Türme baue. Ihr auch alle hier hin. Du, hier holen wir vielleicht eine Repair-Station? Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Anti-Infanterie, Anti-Fahrzeug, Anti-Infanterie, Anti-Fahrzeug. Du darfst dich hier reinsetzen, du auch. Entschuldigt den Huster. Ihr dürft hier lang gehen. Einer von euch darf hier lang kommen. Anti-Fahrzeug, Anti-Infanterie. Wir werden unser komplettes Geld hier auf die Verteidigung ausgeben, weil... Achso, wo ist unsere Flugeinheit eigentlich? Die darf anfangen zu fliegen. Warte mal, kann die Einheit... Die kann Einheiten mitnehmen, das ist gut. Das Ding ist halt... Diese Artillerie, die kann sehr gefährlich werden. Aber ansonsten... Geht das einigermaßen... Das hier hinholen. Ihr verteidigt ihn und bleibt hier stehen.
Ihr alle dürft auch nochmal hier raufkommen. Ihr dürft hier lang. Und die Fahrzeugtürme hier überall hinholen. Hier weiter. Und irgendwo brauchen wir vielleicht auch eine Repair Station. Die machen wir hier oben hin. Und sie fliehen. Wow. Wow. Das muss man manches Mal nicht funktionieren. Nein, verstehen. Aber trotzdem vollkommen in Ordnung, dass Kate Neumoidia hier weiterhin unser ist. Also das ist wenigstens etwas. Wo haben wir mal? Über Nubia. Den sollten wir mal mit nach Umbara nehmen. Und wie war das hier drüben? Boss Pity haben die jetzt vollkommen in ihrer Hand. Das ist schade, aber das ist dann so. Ich wollte gerade fragen, wo ist unsere Flotte? Aber unsere Flotte war dezimiert. Das war das Problem. Ich erinnere mich wieder. Haben wir noch einen Vontor hier? Nein, haben wir nicht. Den sollten wir vielleicht mal als nächstes im Bau geben. Dann haben wir nur kein Geld mehr, aber... Das brauchen wir auf jeden Fall für diese Flotte hier. Umbara möchte ich einnehmen, weil Mimban dann auf jeden Fall sicher ist. Dann können wir die Einheiten von Mimban nach Umbara nehmen und so. Und Rusan wird weiter aufgebaut. Das ist nett. Da müssen wir mal bei Kashyyyk gucken. Lasst uns einmal bei Charos 4 und einmal bei Kashyyyk gucken gehen. Jetzt kommen sie nach Dekonai. Oh, das ist nicht gut. Die Bodeneinheiten von Dekonai Maidia müssen ganz dringend weg. Oh mein Gott, das ist vor allem nicht gut, weil ich da noch nichts gebaut habe. Okay, relativ schnell bei Umbara bitte angreifen. Boonta hier oben. Ihr seid nervig. Von wo kommt ihr denn? Ihr müsst von Charos 4 kommen, oder? Aber es ist nicht die gleiche Farbe. Das ist so eine orangene Farbe. Von wo kommen die? Ich sehe aber auch hier auf der Map keine orangenen. Corridor 6 ist aber auch Konföderation. Welche Fraktion seid ihr bitte? Kann ja im Prinzip dann nur hier Trade Federation sein. Das könnte aber bedeuten... Outreserven wir das mal. Das, oh, bei Boss Pity sind sie abgehauen. Das bedeutet... Ja, ist mir vollkommen egal. Stopp. Jetzt schnell eins nach dem anderen hier machen. Schnell nach Boss Pity zurück. Und hier bei Charos 4 sind es immer noch 107 Einheiten. 107 Punkte. Dekonai Moidia, das ist nervig. Vor allem, weil die sehr viel Anti-Flug haben. Aber wir haben die Chance, Rex zu besiegen. Und die haben im Prinzip nur Anti-Flugeinheiten. Das heißt, wenn ich noch andere Einheiten mir hier selber besorgen kann, könnte das ganz gut werden. Mal schauen. Wenn ich es richtig gesehen habe, haben die auch keine Artillerie, nur dieses UTAT-Ding und halt die ganzen Anti-Flugeinheiten. Ist ziemlich, ziemlich smart. Du hier lang. Sehr viele Anti-Fahrzeugtürme bitte bauen. Ihr dürft versuchen, hier runterzukommen. Anti-Fahrzeug und Repair Stations. Hier kommt eine Repair Station hin, auf jeden Fall. Du kommst hier lang oder hier lang. Noch haben sie hier keine Einheiten, scheinbar. Die es angreifen. Kaufen wir das Ganze. Da könnte jetzt Rex kommen. Muss aber nicht. Weiß ich nicht, ob da Rex jetzt hier erscheinen wird. Du darfst einmal hier gucken. Anti-Fahrzeugturm hier hin. Wir brauchen noch einen weiteren. Oh mein Gott. Oh nein. Was für Fehler mache ich denn hier? Eine weitere Repair Station bräuchten wir. Theoretisch. Bisher sehe ich keine Gegner, was gut ist. Was seid ihr? Klonkommandos. Davon hatten sie, glaube ich, auch nur eine Einheit. Wenn wir die schon mal besiegen könnten, wäre das super. Was ist hier? Mehr Klonkommandos. Okay, die hatten wohl nicht nur eine Klonkommando-Einheit. Die machen Schaden bei mir, aber es hält sich in Grenzen. Hier auf jeden Fall was bauen und dann hier einen Anti-Fahrzeugturm hinholen. Anti-Fahrzeugturm, du darfst mal hier weitergehen. Wir brauchen mehr Reparaturstationen, auf jeden Fall. Wenn ich natürlich jetzt gleich gewonnen habe, weil ich alle Einheiten vernichtet habe, wäre das schon sehr lustig. Aber die scheinen erstmal nur Klonkommandos geholt zu haben. Sollen sie machen.
Weil die machen so gut wie gar keinen Schaden bei mir. Wo ist der bitte schön gewesen? Anti-Fahrzeugturm hierhin. Du darfst jetzt hier lang. Ihr dürft mal hier runterkommen. Und ja, jetzt kriegen wir ein bisschen Schaden, aber... Hier kommt man hier lang. Das ist hier drüben. Hier haben wir eine Repair Station. Oh ja, jetzt haben wir ein Problem. Abhauen. Gut, dass ich es jetzt gesehen habe und nicht erst später. Lasst euch reparieren. Na, da kommen wahrscheinlich jetzt die nächsten. Das ist nicht nett. Anti-Fahrzeugturm. Du darfst mal hier lang. Nimm das hier ein. Dann kommst du wieder hier hin. Holst einen Anti-Fahrzeugturm. Hier machen wir eine Repair Station hin. Mal sehen. Hier können wir auch noch eine Repair Station holen. Wenn wir die kriegen könnten, wäre das schon sehr nett. Warum seid... Ich verstehe das nicht. Warum manche von denen so extrem langsam fliegen. Du bitte auch. Anti-Fahrzeugturm hier hin. Ihr dürft hier lang kommen. Du holst da nochmal einen Anti-Fahrzeugturm. Hier wird ein Anti-Fahrzeugturm raus. Aber Rex ist immer noch nicht da. Kann natürlich sein, dass die gleich auch fliehen, bevor Rex hier ankommt. Was ist das hier? Mandalorianer. Okay. Repair Station hier hin. Du darfst hier lang. Anti-Fahrzeugturm hier hin. Haben wir noch eine Möglichkeit, hier irgendwas zu bauen? Und sie fliehen. Das ist nicht normal. Warum fliehen die jetzt so schnell? Also klar, ich habe immer mehr und mehr Einheiten wegen den Bunkern und so. Ich will mich jetzt auch gar nicht so beschweren. Es ist besser, als den Planeten zu verlieren. Aber trotzdem ist es schon komisch. Das muss man schon einfach so sagen. Aber naja, wir fliegen mal nach Boss Pity. Oder haben wir... Warte, habe ich die jetzt nach Boss Pity oder nach Boonta geschickt? Ich glaube nach Boss Pity. Müssen wir gucken, ob wir Boonta verteidigt kriegen. Das ist auch noch so eine Sache. Aber als nächstes halt erstmal Umbara bekommen. Das wäre schon schön. Und dann wäre also die Frage, Humberine und Randilli, damit Kate Neimoidia sicher ist. Dann Belmora und Ondron, damit Deko Neimoidia sicher ist. Und Kashyyyk, dann ist auch Umbara sicher. Und da hier so Fondor und Abrigado Rail lassen wir dann erstmal links liegen. Fondor ist nur noch 227. Fondor sollten wir vielleicht nicht links liegen lassen. Dann wäre nämlich auch Corellia sicher, wenn wir Randilli uns schnappen würden. Aber naja, wie gesagt, eine Sache nach der anderen. Vier Flugeinheiten hätten wir, eine Anti-Flugkanone, aber auch mehrere Anti-Fahrzeugkanonen. Da müssen wir mal gucken. Wartet. Wo ist deren Energie? Oh, da hinten. Turbolasertürme sehe ich schon eine Menge. Wenn wir aber hier raufgehen, ich muss auf meine Flugeinheiten erstmal setzen und hier hochfliegen. Das ist riskant, aber wenn wir diese Anti-Fahrzeugkanonen ausgeschaltet haben, wird es deutlich einfacher. Das heißt, ich hole jetzt erstmal nur Flugeinheiten rein. Weil die Anti-Fahrzeugkanonen sind auch nicht die schnellsten. Mit ein bisschen Glück können wir die abfangen, bevor irgendwas passiert. Ah, die Umbara-Map ist nice. Ich glaube, die kenne ich so noch nicht. In dieser Art und Weise habe ich die, glaube ich, noch nie gesehen. Bisher war die Umbara-Map immer eine andere. Was wir aber natürlich mal bräuchten, wäre Repair Stations hier. Fliegt hier rauf, bitte. Da können wir Reparaturstationen holen, das ist gut. Oh nein, wo sind sie hin? Oh. Ein bisschen Angst, dass wir die nicht mehr finden. Hier lang. Wie schnell sind die denn da weggekommen? Die Antifahrzeugkanonen, das ist nicht gut. Da ist eine. Immerhin. Ah, jetzt haben wir alle drei, sehr gut. Eins. Zwei. Und schon. Yes, und abhauen. Repair Station. Einer von denen hat nicht mehr so viele Leben. Okay. Ihr dürft alle hier auf die Klonkommandos gehen, ihr auch. Und hier holen wir uns noch eine Repair Station, aber dass jetzt die Artillerie schon mal weg ist, ist super. Das ist richtig, richtig gut für uns. Dieses Hat ist ein Problem. Dieses Hat ist ein großes Problem. Ihr greift hier bitte an, setzt euch in Deckung. Und ihr müsst an Attack Run jetzt bitte da drauf machen. Eins oder zwei von euch werden vielleicht vernichtet. Aber wenn das... Ja, einer ist weg. Schade. Aber das Herd ist halt eben auch weg.
Das ist richtig gut. Die nächste Gefahr besiegt. Und jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass hier irgendwo der Anti-Flugbereich vernichtet wird. Aber meine Flugeinheiten, denen geht's besser. Puh, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Wir holen zwei hiervon, die sind gut gegen Infanterie und haben selber nochmal ein bisschen Anti-Infanterie-Kapazitäten, ein bisschen Artillerie mit dazu holen. Und dann muss hier irgendwo der Schildgenerator sein, wahrscheinlich da hinten oder so. Wir könnten gucken, ob wir darauf setzen, dass die Anti-Flugeinheiten weiterhin da drüben sind. Dann könnten wir das probieren. Du baust dich auf jeden Fall mal auf. Und jetzt haben wir noch eine Einheit, die wir holen könnten. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob wir jetzt schon uns darauf festlegen wollen, was für eine Einheit das sein soll. Deswegen fliegen wir mal hier oben entlang in der Hoffnung, dass wir da von nichts getroffen werden. Und suchen den Energiegenerator. Greift hier an. Die Mine ist hier. Das Senator's Office ist hier. Da ist der Energiegenerator. Oh nein, jetzt greift die von innerhalb des Schildes aus an und treffen deswegen nicht. Weil der Schild das von innen nach außen abschirmt. Okay, holen wir Darth Maul hier rein. Der sollte mit der mit den Infanterieeinheiten einen kurzen Prozess machen, hoffe ich zumindest. Kommt schon, jetzt vernichtet diesen Schildgenerator hier. Oh, da machen sie einen Anti-Infanterie und einen Anti-Flugturm. Das ist nicht nett. Das ist ganz und gar nicht nett. Darth Maul, Angriff. Darth Maul auf Umbara. Das wäre auch mal cool gewesen, das so zu sehen, wa? Aber ist in The Clone Wars, soweit ich weiß, niemals passiert. Wir schauen mal. Anti-Flugeinheiten sehe ich hier auch immer noch nicht. Mal. Muss zusehen, dass das vernichtet wird. Sehr schön. Oh, UTAA, das erste. Geht, hört doch auf, Text Collection Agency zu gehen. Geht auf das, was wirklich gegen euch sehr, sehr gut eingesetzt werden kann. Aber vernichtet es. Yes. Oh mein Gott, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Das ist wiederum nicht so richtig gut. Hätte ich noch nicht hier hinholen sollen. Aber na gut. Wir schaffen es mit allen zusammen, da drauf zu gehen. Und damit ist das Schlimmste weg. Ich glaube, die hat noch irgendwo ein UTAT, wenn ich mich richtig erinnere. Du darfst mal hier oben lang gehen und das vielleicht einnehmen, dass wir bombardieren können, wenn wir es müssen. Hier lang. Okay. Mal hier an. Bombardierung hier drauf und dann dürft ihr wieder runterkommen. Sind das umbaranische Häuser? Sind es, aber die kann man nicht angreifen. Okay, Maul. Du darfst gerne auch angreifen hier. Ihr dürft angreifen, ihr dürft euch nochmal kurz reparieren lassen. Kommen die Bomber durch? Bomber kommen durch. Sehr schön. Nicht zu 100%, aber sie kommen durch. Du nimmst das hier bitte ein. Ihr repariert euch. Und ihr greift hier an. Das läuft ganz gut. Ich glaube, so viele Möglichkeiten zum Einheiten generieren haben sie nicht mehr. Sie fliehen auch. Perfekt. Sehr, sehr schön. Ja, das ist mir egal. Ich brauche eure Bonuspunkte jetzt nicht mehr. Die Flotte ist schon wirklich geschrumpft. Ihr setzt euch mal zusammen zurück nach Mimban. Mimban ist ja jetzt sicher. Oh, bei Deckenheim Moidia waren Bodeneinheiten von denen. Versuchen wir da nochmal ein bisschen was hinzukriegen. Kashyyyk hat eine 220er Flotte. Das ist gefährlich. Boonta ist ebenfalls gefährlich. Ich scheine mich für Boss Pity entschieden zu haben. Okay, Holliston, ein paar Einheiten. Hier ein paar Einheiten. Hier bei Nar Hacker nochmal. Ein paar Einheiten. Und während ich jetzt hier bei Umbara bin, sollten wir mal gucken, dass wir vielleicht bei Rusan... Oh. Sollten wir vielleicht mal gucken, dass wir bei Mimban zwei, drei Probe-Droids holen können, dass wir vielleicht bei Onderon und Balmora mal schauen. Wenn wir nicht Kashyyyk haben, könnten wir nach Onderon und dann nach Balmora gehen, dann wäre nämlich auch Deconal Moidia und Umbara sicher. Ich muss nur darauf achten, je mehr ich einnehme, desto
mehr Probleme kriege ich da dann auch mit, dass meine Schmuggler da abgezogen werden sozusagen. Aber wir sind jetzt so gut wie bei Boss Pity. Oh, ich wollte gerade sagen, das Auto-Resolve ich, das ist ja nicht allzu schwierig, aber jetzt sind hier scheinbar noch ein paar Einheiten. Bitte lass das Spiel nicht abstürzen, ich habe sowas, was keinen Bock mehr auf Abstürze. Also richtig keine Lust auf Abstürze mehr. Aber wir sehen mal, was es hier so mit sich bringt. Und holen Mr. Bulla Bulla rein. Der das hier vermutlich relativ gut alleine hinkriegen sollte. Nimm die Engines, dass der nicht fliegen kann, danke. Bisschen noch auf die kleinen Schiffe gehen. Ja, Bodeneinheiten werden da durchaus fliehen können. Aber egal. Das muss hier jetzt mal wieder eingenommen werden, Boss Pity. Und dann wäre ich dafür, dass wir nach Charos 4 gehen. Aber nee, guck mal, das ist eine andere Farbe. Was sind das denn dann für Einheiten? Von wo kommen die? Können nicht von Felucia kommen? Von wo seid ihr bitte? Ich meine, vielleicht habe ich Glück. Und es sind einfach Leute, die von Yabiim kamen. Das ist die Handelsgilde und die haben jetzt keinen Planeten mehr. Das wäre durchaus möglich, was dann bedeuten würde, dass die zu mir geflohen sind und keine Bodeneinheiten mehr haben. Dann können die da jetzt erstmal sitzen, dass sie mir dann erstmal schnuppe. Ich habe nicht so viele Einheiten hier mehr. Ich bräuchte mal ein bisschen was mehr noch dazu, um da Boss Pity angreifen zu können am Boden. Und die Frage ist Kashyyyk. Ist die andere Flotte jetzt hier dazugestoßen? Mit dem Vontor von hier unten? Nee. Ist noch gar nicht hier raufgekommen. Dann machen wir das jetzt mal hier. Und nehmen die Einheiten von Malastair und Naboo hoffentlich mit. Und mit ihm gehen wir mal bei anderen Linkern, was da so los ist. Aber Kashyyyk wäre erstmal das Erste, was ich machen wollen würde. Hier jetzt auch hier mit dazu. Immerhin zwei Flugeinheiten habe ich hier. Pausieren wir mal einmal kurz. Jetzt wollen sie nach Devaron kommen. Das war hier drüben irgendwo, ne? Oder hier unten? Hier unten. Das ist problematisch. 341er Flotte jetzt wieder. Aber wir müssen hier Kashyyyk, Charos 4, Boss Pity einnehmen. Ich denke, das ist das Klügere. 33 von diesen kleinen Dingern. Okay, das werden wir nicht schaffen, dass in einer Schlacht einzunehmen, aber ich denke... Ach nee, wir warten lieber auf die andere Flotte, ne? Na, wir warten vielleicht lieber auf die andere Flotte. Dann wäre es aber auch eine Möglichkeit, wenn jetzt... Oh mein Gott. Ja, wir müssen nach Fondor. Aber mit der anderen Flotte... Wir müssen nach Ondoron. Und das ohne die andere Flotte. Oh mein Gott, bei Fondor haben sie nichts mehr. Und bei Devaron quasi auch nichts. Und ich habe jetzt hier keine Schiffe mehr, die ich nutzen kann. Das ist nervig. Das ist richtig nervig. Lass uns hier nochmal einen Vontor holen. Ist der Vontor hier fertig? Noch nicht. Okay, dann muss ich da auch nichts. Devaron können wir auto-resolven. So eine Chance bei Fondor kriegen wir wahrscheinlich demnächst erstmal nicht mehr. Bei Balmoras 255, das ist schon härter. Aber Ondoron ist hier nichts. Ist eigentlich nicht mein präferiertes Ziel gewesen, Ondoron hier anzugreifen, aber wenn hier schon einfach mal gar nichts ist, muss man das auch nehmen. Ja, ein Hyper Velocity Gun. Nein, ich habe Angst. Ich dürfte doch einfach fliehen. Das wird nichts hier. Das wird für euch ganz und gar nichts. Komm schon. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das Problem ist, dass wir unsere Bodeneinheiten noch nicht hier haben. Aber ich vermute mal, ich lasse jetzt hier
ein einziges Schiff zurück. Auch wenn es nur ein winziges Schiff ist. Ach nee, das wird sowieso vernichtet. Okay, ich muss mit meinen Bodeneinheiten in die Richtung kommen, nach Onderon. Und die Einheiten müssen ebenfalls hier in die Richtung kommen. Und die Einheiten müssen nach Boss Pity kommen. Einheiten von Deconai Moidia kann ich noch nicht mitnehmen. Das wäre zu gefährlich da drüben. Ja gut, von da ist jetzt sowieso wieder... Oh Gott, was machen die da? Das ist echt grauenhaft. Bodeneinheiten hier hin. Das muss jetzt hier starten. Das müssen wir hinkriegen. Ach, es ist diese Mandalore-Map. Das ist interessant. Ohne Flugeinheiten. Ach, wir haben zwei Flugeinheiten, aber ohne großartige Flugeinheiten-Support wird das schwierig. Vor allem haben die auch einmal Anti-Flug mit dabei. Da müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht mit Sie, Ton, Mosh, Oppress und dem Typen hier ein bisschen Probleme denen bereiten können. Das Problem ist, ich glaube, ich habe auch keine eigenen Anti-Flug-Einheiten. Vielleicht lüge ich da auch, vielleicht habe ich auch das eine oder andere, aber da setze ich relativ wenig drauf. Weil die selber nicht so viel auf Flug gehen, müssen wir mal gucken. Ich würde das hier gerne beginnen. Das ist gar nicht schlecht, dass wir hier Einheiten haben. Aber... Oh, ich habe doch Anti-Flug dabei, das ist gut. 1, 2, 3. Hier, rennt mal alle da lang. Einer hier hin. In der Hoffnung, dass wir das kriegen werden. Oh, warte mal. Könnt ihr hier, seid ihr hier direkt an der... Ihr seid an den Anti-Flug-Einheiten dran. Das ist nett. Ihr dürft mitkommen. Ihr dürft mitkommen. Wo sind die hin? Anti-Flugeinheiten. Ah, da haben sie das Head. Einer von euch hier lang. Einer von euch darf hier rein. Und dann brauchen wir noch euch beiden. Oh, da sind die Anti-Flugeinheiten von denen. Kommt ein Stück runter. Wo haben wir Oppress? Oppress darf hier hin. Die Anti-Flugeinheiten müssen allerdings auf das Herd hier gehen. Nehmen wir mal den hier mit. Oh, das ist nicht gut. Zwei Flugeinheiten jetzt hier reinholen. Einmal diese Reparatursache. Du darfst auf den gehen. Ihr dürft auf den gehen und die Flugeinheit ist da irgendwo weg. Na gut, ich habe genügend Anti-Flugeinheiten, um das hier zu schaffen. Oppress. Ganze Einheiten oder Helden umrehe ich jetzt hier durch. Das ist extrem uncool hier, aber gut. Du darfst hier drauf gehen. Oppress nimmt sich das vor. Und wir nehmen vielleicht noch so einen BLO-Speeder. Ja, da haben wir die Flugeinheit. Ihr dürft starten. Komm schon. Das müsst ihr schaffen. Kannst du das nicht mal hier mit der Macht? Kann er. Okay. Ihr, die WLO-Speeder dürfen hier helfen. Ja, die Flugeinheiten sind jetzt zerstört, aber ich hole zum Glück schon neue hier rein. Ihr fliegt mal hier unten irgendwo lang, dass ihr dann da gleich so rüberfliegen könnt. Die Flugeinheit ist scheinbar irgendwo weggeflogen. Hier fliegt hier hoch. Und dann müssen wir gucken, wo genau hier deren Energiegenerator ist. Warum genau fährst du hier lang? Oh, das ist echt ein Chaos. 50.000 Sachen gleichzeitig, die wir hier machen müssen. Hier nochmal hier rauf. Ich würde vermuten, dass die UTAAs nicht hier gerade sind. Hier mit lang. Zu viele gegnerische Infanterieeinheiten überall. Da ist es. Okay. Der ATT ist nervig. Ja, der kann die auch potenziell vernichten. Greift den nochmal an. Dafür habe ich nicht genügend Flugeinheiten hier dabei, um den komplett wegzukriegen. Ist leider das Problem. Savage. Lass hier nochmal hinzukommen. Ne,
ihr haut mal ab. Zurück, lasst euch da vielleicht irgendwo reparieren, falls wir das schaffen. Und Savage darf hier nochmal alleine versuchen. Eine Einheit ist vernichtet, das ist sehr schade. Hier brauchen wir Repair Stations. Und die WLO-Speeder und der andere Held dürfen hier auch mit rein, während Savage hier mal versucht, ein bisschen was hinzukriegen. Da holen wir uns Repair Stations. Ihr helft damit. Ihr greift hier an. Und dann brauchen wir vielleicht nochmal ein paar von denen. Kannst du den mal hier vernichten? Ihr kommt hier lang. Repair Station, Repair Station. Der macht das da ziemlich gut. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum ihr jetzt in die Richtung geht. Das sollt ihr nämlich eigentlich nicht. Wir könnten bombardieren, wir können es. Doch, wir können es sehen. Mal sehen, ob die Bomben durchkommen. Press, vernichte das da bitte. Ihr helft hiermit und ihr geht jetzt mal hier rein. Guckt, dass ihr da was da hinbekommt. Ihr helft auch mit. Der ATT bleibt erstmal. Mal gucken. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Lasst den ATTE links liegen. Unten liegen, wie auch immer. Vernichtet nur die ATTE-Fabrik, bitte. Und ihr habt den ATTE erwischt. Ich hab's gar nicht gesehen, aber... UTAA. Sehr schön, ohne dass sie geschossen hat. Hätte ich schon wieder komplett vergessen. Savage. Du hilfst hier mit, sehr gut. Ihr greift hier an. Die andere UTAA steht da drüben. Die können wir mal versuchen zu vernichten. Aber ansonsten müsste das jetzt hier... Wo ist Savage? Hilf mal mit, bitte. Ja, UTAA habt ihr sogar vernichtet. Sehr schön. Oh nein, habt ihr nicht. Ist abgehauen. Oh, da ist ein Anti-Flugturm. Ihr dürft hier mal helfen. Und sie fliehen. Okay. Wir haben keine Helden verloren. Ein paar Einheiten verloren, aber das ist nicht schlimm. Und Onderon gehört uns. Aber im Blick auf die Uhr würde ich sagen, war es das für heute. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.